Celta Vigo gegen Real Madrid, Wetttipps zum dritten Spieltag in La Liga und die Quotenboosts natürlich, die haben es in sich. Celta de Vigo, benannt nach dem ehemaligen Realspieler Luis Figo mit Trainer Rafa Benitez, der auch mal Real trainiert hat 2015, aber besser bekannt ist als sechsjähriger Liverpool-Coach zwischen 2004 und 2010. In diesem Zeitraum durfte er auch Didi Hamann coachen und mit ihm die Champions League gewinnen bei diesem verrückten Spiel gegen den AC Mailand. Aber lang ist her. Aktuell ist Celta Vigo in der Tabelle nach den ersten beiden Spielen auf Platz 16. Hatten noch kein Spiel gewonnen, erst ein Tor erzielt, ein Unentschieden, eine Niederlage. Real Madrid grüßt fast schon standardmäßig von der Tabellenspitze mit 2 Siegen aus den ersten beiden Spielen gegen Almeria und im ersten Spiel ein 2:0 gegen Bilbao. Das waren die Spiele von Real, also Real ist schon in Tritt, bei Celta kann man das noch nicht so sehen. Deswegen auch in meinen Augen etwas überraschend die relativ hohe Quote von 1,67 auf einen Real-Auswärtssieg. Da die Duelle dieser beiden Mannschaften doch immer relativ klar waren. In den letzten 6 Spielen hat Real Madrid gewonnen und davon 5 im Handicap gewonnen, also mit 2 Toren Vorsprung mindestens. Und der letzte Punkt von Celta und einzige Punkt aus den letzten, sagen wir mal, hier 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spielen. Das war 2020, kurz vor Corona, oder war es schon in Corona? Egal. Die Hoffnungen von Celta liegen auf Jonathan Bamba. Den haben sie für 37 Millionen von Lille verpflichtet. Aber der hat in der vergangenen Ligue 1-Saison gerade mal 6 Tore geschossen und ist damit keiner, vor dem die Realabwehr jetzt zittern müsste. Klar, auf der anderen Seite ist Real immer gut, gegen solche kleinen Teams auch mal einen Ausrutscher hinzulegen, gerade in dieser frühen Phase der Saison. Und hier kommt der Quotenboost in diesem Spiel ins Spiel zwischen Real, wenn die gewinnen und beide treffen, gibt es eine verbesserte Quote von 3,5 bei bwin. Und das wäre also quasi eine Wette darauf, dass der 13. der abgelaufenen Saison mit nur 43 Saisontoren in 38 Spielen gegen das große Real Madrid ein Tor schießt. Aber warum? Also ich bevorzuge die normale Siegwette auf Real, die ist mit einer Quote von 1,67 absolut Zucker. Aber die verbesserte Quote könnte natürlich für Leute interessant sein, die gerne mal spekulieren und dann eine höhere Quote mitnehmen. Außerdem kann sich das lohnen, wenn du noch kein Bwin-Konto hast. Über den Link in der Videobeschreibung bekommst du nicht nur einen 100% Bonus, sondern auch eine 10 Euro Freiwette. Sichere dir bis zu 100 Euro Bwin-Bonus und eine 10 Euro Freebet über den Link in der Videobeschreibung.